Glückwunsch. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Jacob Leiter. Ich bin ein Freund Ihres Vaters. Jacob Leiter. Hm. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich fürchte, Dad fühlt sich nicht so gut. Er ist vermutlich auf seinem Zimmer. Aber der alte Spinner lässt niemanden in den zweiten Stock. Ich hoffe, er kommt zur Trauung runter. Vielleicht können Sie dann mit ihm sprechen. Das würde mich sehr freuen, Ma'am. Danke für die Information. Privat. Ah, Waschzimmer. Naja, zumindest die Räumlichkeiten können sich ja sehen lassen, im Gegensatz zu den Gästen. Hier kommen wir nach draußen. Na schön. Ich glaube, das wird dann wohl der Bräutigam sein hier hinten. Restricted Area. Ah ja, okay. Und hier die Braut, mit der wir schon gesprochen haben. Sehr erfreut. Nette Gemälde. Ist schon irgendwie skurril mit diesen Gästen hier. Okay, Waschraum waren wir schon. Upp, 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 upp. Das sind die privaten Räume. Ja, das hätte jetzt ziemlich auffällig sein können. Das war eigentlich auch schon auffällig. Ah, Moment mal. Wo kann ich denn die Geschenke ablegen? Ja, da staunt ihr. Ich bin der Pianoman. Okay. Jetzt weiß ich, wieso von ihm... Naja, es wurde ja von einem geistig Minderbemittelten gesprochen. Ich verstehe. Was machen wir denn jetzt mit dem Geschenk? Hier kommen wir nach draußen. Da wird getraut. Da wird also der Priester dann sein später, nehme ich an. Und das ist die Küche. Ach ey. Wir speichern hier mal. Und zwar einmal hier, der erste Speicherpunkt. Okay. Und wir müssen... Okay, Brautvater töten, Bräutigam töten. Jetzt wäre die Frage, wo er hinläuft. Ja, genau damit hatte ich gerechnet, deswegen habe ich auch abgespeichert. Falls wir direkt abgeschossen werden. Papi Leppnank, Body Molden, na schön. Okay, hier ist wieder der Hund. Kommen wir denn hier rein? Ja, hier dürfen wir rein. Und hier können wir auch eine Leiche entsorgen. Okay, ich glaube, wir sind hier zu auffällig in diesem Aufzug. Schade. Ja, okay. Das hier ist leider zu auffällig. Schade. Ich glaube, ich würde noch einmal gerne... Das hat nicht ganz funktioniert. Spielladen. Okay. Wir gehen das Ganze nochmal ganz beruhigt an. So. Stringent, aber ruhig. Ihm können wir auch nicht ohne weiteres folgen. Ich habe dafür einfach nicht die richtigen Klamotten parat. Hier ist wieder der Hund. Ja, ich glaube, die werden uns bemerken. Ach, schade. Was ist denn hier hinten? Können wir hier irgendetwas manipulieren? Sehen wir mal nach.
Geschenk. Sicherstellen können wir machen, ja. Aber ich kann hier sonst, glaube ich, nichts erledigen. Schade. Und ich weiß eben nicht, ob wir diese Zone hier betreten dürfen. Wahrscheinlich nicht mit den Klamotten, die wir gerade haben. Ja, hier wieder die Konföderiertenflagge. Ich glaube, das wird... Nee, das wird nichts mehr. Hier ist dann entweder der Vater oder der Bräutigam. Hier können wir nochmal reingehen. Okay. Nettes Bad. So, stecken wir mal weg. Dürfen wir hier nach oben gehen? Ja. Okay. Die verlassen jetzt ihre Posten. Hey Mann, hier ist alles abgesperrt. Verpiss dich. Okay, danke für die Information. Was machen wir jetzt mit dem Priester? Der ist übrigens der Bräutigam. Das ist nicht ganz optimal, aber sehr interessant. Wir folgen denen mal. Hä? Platzieren? Achso. So, jetzt. Was mache ich denn jetzt mit dem Geschenk? Ich meine, Braut und Bräutigam. Hier hinten haben wir jetzt den Vater. Der läuft gerade rein. Was machen wir denn nun? Wir sind heute hier zusammengeschwommen, um diese beiden in den Stand der Rehe zu führen. Auch wenn sie im Auge des Gesetzes schon verheiratet sind, führen wir sie jetzt im Auge des Herrn zusammen. Wie heißt du, Schnecker? Margot Leblanc, Pater. Reißen Sie sich zusammen. Margot Leblanc, willst du diesen Henk Liedstüpen da zu deinem Abendmahl nehmen und ihn lieben, ehren und so weiter in Krankheit und in Tod, bis dass du dich von ihm scheiden lässt? Ja, ich will. Und du, junger Mann? Dasselbe, bloß umgekehrt. Ja, verdammt. Dann erkläre ich euch Kraft meines mir vom Bezirk Ketchalu im Staat Mississippi und vom guten Herrgott selbst verliehenen Amtes zu Mann und Frau. Grüße, kleine Junge. Ach, ist das nicht schön, junge Liebe. Okay. Das ist jetzt schön und gut, aber... Okay. Wir hätten doch bestimmt den Priester. Wir hätten ihn bestimmt irgendwo töten können. Ich gehe ja schon. Wieso folgt der mir? Okay, jetzt gehen die alle wieder rein. Dürfen wir hier entlang gehen? Nee, die schießen uns ab. Okay. Ich meine, jetzt haben wir die Hochzeit mitbekommen. Was macht der Priester jetzt? Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Also hier muss es doch einige Möglichkeiten geben. Können wir mit dem reden? Guten Abend, Fräulein. Guten Abend. Der geht jetzt auch rein. Okay. Deine Mutter
Ich wollte die Damen und Herren nicht unterbrechen. Also, sie haben jetzt geheiratet. Wir haben noch niemanden getötet. Also, sehr weit sind wir noch nicht gekommen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Okay. Tür schließen und hier ist der Bräutigam. Können wir jemanden vergiften? Keine Ahnung. Das wäre so die nächste Frage, die sich mir stellt. Waschraum. Okay, hier ist die Braut. Ich weiß auch nicht, wo der Vater gerade ist. Wahrscheinlich im ersten Stockwerk. Ah ja, ein paar Bilder. Nett. Ah. Was machen Sie denn? Das war nicht intendiert. Ich wusste nicht, dass wir die Tür knacken müssen. Okay, dann könnten wir den nämlich auch mal folgen. Ja, der geht. Okay, dann knacken wir mal das Schloss. Die sind jetzt hier hinten. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich hier einfach nicht die richtige Kleidung habe. Okay. Hier kommen wir wieder nach draußen. Stimmt, und hier gab es ja noch die Familiengräber. Okay. Da haben wir schon mal eine Wache. Ich glaube, wir müssen uns hier früher eine Wache schnappen. Das haben wir ja die Hochzeit miterlebt, das war ja auch schön und gut, aber... Wow, wow. Okay, hier sollten wir ja nicht sein. Gehen wir mal lieber. Ich bin schon weg. Was machen wir mit dem Geschenk? Das hätten wir ja sicherlich irgendwo hinstellen können. Okay, die lassen uns nicht vorbei. Schon verstanden. Privat, privat. Kellner. Okay, Geschenk sicherstellen. Was können wir denn hier machen? Muss doch irgendwas vergiften können. Na, achso. Ich wollte... Habe ich jetzt die Adrenalinspritze ausgewählt? Das war natürlich mein Fehler. Ich wollte nämlich die haben. Können nicht so vielleicht noch die Getränke hier vergiften, oder? Doch, können wir. So viel dazu. Okay, wir können also die Torte und die Geschenke vergiften. Wir haben eine Mine im Geschenk. Habe ich eben Geschenke gesagt? Ich habe Getränke gemeint. Ja. Zu lange wieder am Aufnehmen. Spiel laden. Genau, wir haben den hier noch. Das war... Wo war denn das? Irgendwo vor der Hochzeit. Wann holen die denn die Torte? Okay, der geht gerade. Na komm schon. Rein mit dir. Los. Er will gerade nicht reingehen. Hallo, geh rein, bitte. Ich... Jetzt. Er wollte eben nicht durch das Fenster gehen. Okay, wir nehmen uns noch einmal die Giftspritze, vergiften das gute Stück. Und ja, diesmal die richtige. Taucht er wieder gleich an auf? Ich meine, kann es nicht sein, dass die Braut auch... Haben wir kein Gift mehr übrig? Ach, kann auch sein. Keine Ahnung. Und tschüss. Geh raus. Mann, jetzt. Geh raus. Komm schon. Der will nicht rausgehen. Ich will.
Okay. Der wollte nicht durch das Fenster rausgehen. Wer spricht hier mit mir? Meine Güte. Landen wir hier? Okay, ein Zimmer. Tür öffnen. Wo sind wir hier? Ist denn... Es sind sehr viele Wachen. Ich muss hier irgendwo mal eine Wache umlegen. Oder wir müssen ein Kostüm finden. Okay, das Dachgeschoss. Wen habe ich umgebracht? Okay, ich habe den Bräutigam getötet. Der hat entweder von der Torte genascht oder er hat etwas getrunken. Ich nehme an, erst... Nee, das Zweitere, genau. Ich nehme an, er hat etwas getrunken. Okay, der ist anscheinend gestorben. Umso besser. Hier können wir den Strom abschalten. Okay, die werden gleich verheiratet. Aber der Bräutigam ist ja tot. Oh. Oh, Bombe platzieren. Interessant. Aber wir haben hier keine mehr übrig. Okay, hier hätte ich zumindest schon mal eine Bombe platziert. Stromkasten sabotieren? Ja, der Bräutigam. Alles klar. Das hätten wir erledigt. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher. Wir haben jetzt eine Bombe hier platziert. Verdammt nochmal. Oh nein. Ernsthaft, jetzt muss ich hier... Oh, verdammt. Warum müssen hier überall Wachen sein? Ach so. Ah, okay, der Vater ist hier. Das ist dann wahrscheinlich in dem Stockwerk unter mir. Was passiert denn, wenn ich hier mal eine Bombe zünde? Speichern. Machen wir mal hier. Ich habe übrigens noch eine Mine im Geschenk liegen. Ich weiß immer noch nicht, wie genau wir das verwenden sollen. Okay, dann zünden wir die mal. Ja, das war natürlich sehr effektiv. Was macht das jetzt? Okay, das haben wir jetzt gezündet, aber was macht das? Keine Ahnung. So, den hier nochmal. Komme ich hier irgendwie... Ich brauche eine richtige Verkleidung. Ich müsste irgendwo eine Wache töten. Dann können wir uns hier wenigstens frei bewegen. Genau. Adrenalin haben wir auch noch. Nette Wanne. Okay. Da läuft gerade eine Wache vorbei. Mich sieht niemand. Hat er mich jetzt echt ignoriert? Ah, da ist der Vater. Ah, der dreht jetzt hier seine Runden. Okay, was machen wir mit dem? Das hier ist wirklich keine gute Position für mich. Okay, sind wieder drinnen. Der Vater ist auf alle Fälle hier. Ich frage mich auch noch, ob wir uns als Priester hätten verkleiden können. Das sind auf jeden Fall schon mal zu viele. Da haben wir zwei. Oh, hey, da kommt einer. Nein! Achso, nein, war richtig. Bleib drin. Okay, wir können wieder raus.
Wie komme ich denn jetzt am schnellsten nach unten? Okay, der hier kommt noch angelaufen. Das war nicht ganz mein Plan. Ich glaube, da ist gerade einer vorbeigelaufen. No. Ich will hier rein. Okay, die scheinen mich aber zumindest nicht direkt abzuschießen. Aus welchen Gründen auch immer. Hier kommen wir wieder nach unten. Okay. Du hast hier nichts zu suchen. Dann gehen wir mal besser. Wie komme ich hier raus? No. Hier ein weiterer. Können wir hier irgendetwas machen? Nee. Ich bin schon echt etwas durch. Aber hey. Dann gehen wir mal. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Warte, hier war er hier. Okay, das war wohl der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ist denn der Bräutigam hier schon tot? Mal sehen, wie wir hier wegkommen. Ja, ja, erfolgreich. Sehen wir mal nach. Ja, er ist tot. Okay. Das war so schon mal so weit. Oh, Moment mal. Moment mal. Ich glaube, den knallen wir einfach ab. Sehr schön. Jetzt haben wir zumindest mal die richtigen Klamotten hier. Kann ich den hier irgendwo entsorgen? Strom ausmachen? Ach, das war wahrscheinlich auch das Ziel, dass wir den Strom ausmachen und eine Wache hierher locken. Wir verstecken den mal hier hinten. Okay. Die Bombe haben wir angebracht, ja. Was auch immer die bewirkt. Jetzt können wir uns hier auch frei bewegen. Okay. Können wir hier irgendetwas anstellen? Ich sehe bisher noch nichts. Die Tür hätten wir knacken können. Okay. Da wären wir wieder. Und hier hinten haben wir den Vater. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit ihm am besten? Können wir dem ein Geschenk überreichen? Das liegt noch unten. Also, was machen wir überhaupt mit dem Geschenk? War ja der Meinung, dass wir das irgendwo platzieren müssen. Ja. Okay, aber ich glaube, das sollte jetzt jeder gesehen haben, dass wir das waren. Ja, jetzt müssen wir eigentlich fliehen. Aber kann es sein, dass genau die Wachen das nicht gesehen haben? Ah, okay. Die haben mich erwischt. Okay. Ich fand das nur ganz amüsant. Na schön. Papi LeBlanc, den werden wir auch noch los. Ich würde nochmal das Geschenk holen. Okay. Jetzt können wir uns hier auch mal frei bewegen. Konföderiertenflagge mal wieder. Sieh Anna an. Okay, das ist nur eine Art Raum für die Wachen. Dann gehen wir mal nach unten, würde ich sagen. Okay, haben wir nur die Terrasse immer. Aha. Moment mal, hier unten. Wir hatten doch auch die Torte vergiftet. Genau, das hatte ich ganz vergessen.
wenn wir nochmal hier entlang gehen. Könnten wir die Torte hierher bringen? Ich meine, der Bräutigam ist ja tot. Das haben wir ja schon angestellt. Okay. Achso. Ja, sollen wir uns verstecken, deswegen rennt er weg. Schön. Die Torte haben wir schon vergiftet. Ich meine, die müsste ja irgendwann mal hier genutzt werden. Wow. Okay, die haben mich jetzt abgeknallt, weil mich der Kellner gesehen hat. Okay. Die Torte. Was würden wir mit der machen? So viele Fragen und so viele Möglichkeiten. Ja, wie gesagt, ich könnte ihn jetzt einfach runterschubsen und dann weggehen. Aber das wäre zu einfach. Okay, es sind private Räumlichkeiten. Da ist noch ein Kellner. Dann gehen wir nochmal hier lang. Was machen wir jetzt mit ihm? Haben wir noch Adrenalin, Einladung... Achso, da fällt mir ein, ich kann auch einfach die Betäubungsspritze nehmen. Ja, das kann man machen. Anzug Kellner. Kann ich denn dann... Ich kann mir aber die Torte nicht schnappen. Das geht nicht. Körper ziehen. Die Gläser kann ich mir auch nicht mitnehmen. Also die werden die Torte hier anscheinend schon zu einem gewissen Zeitpunkt einfach bringen. Nehme ich an. Dann hat es mir jetzt natürlich nicht so viel gebracht, ihn zu betäuben. Torte. Okay, da ist auch die Braut. Die scheinen sich auch alle nicht zu wundern, dass der Bräutigam einfach gestorben ist. Okay. Ich würde trotzdem nochmal gerne das Geschenk holen. Und wir haben jetzt zwei Ladungen angebracht. Oben im Speicher haben wir noch eine angebracht. Okay, ab nach unten. Was es jetzt mit der Torte auf sich hat, das weiß ich leider nicht. Okay, hier noch irgendetwas. Hier ist das Geschenk. Und die gehen einfach alle weg. Okay. Das Geschenk. Was auch immer wir damit machen. Ja, wir laufen mal hier vorbei. Und können wir jetzt nochmal zu... Ja, zu ihm hier gehen? Ich glaube nicht. Das können wir ihm leider nicht überreichen. Irgendwo abstellen? Das muss ja irgendwie möglich sein, dass wir das Geschenk irgendwo abstellen. Okay, ein Scharfschützengewehr. Ich meine, wir könnten ihn hier natürlich einfach abschießen, aber... Scheint für mich auch nicht ganz richtig zu sein. Geschenk. Und er geht jetzt wieder nach unten. Wir können ihm nochmal folgen, um zumindest seinen Weg zu sehen. Seine Routine. Denn es ist durchaus wichtig, hier in Hitman eben die einzelnen Charaktere zu beobachten, um zu wissen, welche Wege sie ihm abgehen. Was machen wir mit dem Geschenk? Okay, wir stören ihn mal nicht weiter.
Okay, geht es wieder nach draußen. Okay. Ach, stimmt. Hier waren wir noch gar nicht. Ganz vergessen.